Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Es wäre Alice in Zuckerland. Nur mit, aber das seht ihr ja eh schon am Thumbnail und am Titel, nur mit Missionen, weil ich mal hier ein bisschen wieder aufholen muss. Machen wir eine 3 Sterne, machen wir. Waffen der nächsten Generation. Seit seinem Verschwinden aus Wutai hat Genesis eine eigene Armee aufgebaut und einen Angriff auf Shinra-Truppen gestartet. Shinra entwickelt derzeit neue Waffen, um der aufkommenden Bedrohung zu begegnen. Wir bitten dich, an einem Test dieser Waffen teilzunehmen. Wirbelattacke. Wir starten mal. Gibt keine Truhen. Nicht wundern, wenn ich noch ein bisschen verrotzt klinge. Das war sehr ladylike ausgedrückt. Ich nehme das hier gerade genau im Anschluss an die Cloud und Sex, wie ich die beiden kennenlernen. Oh yeah. Keine Truhe, keine Truhe. Ach, einer von meinen Lebensfreunden hier. Ui. Ah, stimmt, ich habe die Eisklinge drin. Ich dachte, ich hätte immer noch den, was hat das, einen Mutangriff? Nein, irgendwie sowas in der Art. Eisklinge ist natürlich nice. Neue Mission freigeschaltet, was auch sonst. Ah, wir haben erst 13%. Ne, 4 Sterne mache ich noch nicht. Nope, 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 nope. 4 von 6. Ach, das ist nett. Die machen wir fertig. Gesperrte Verbindungsroute. Die Straße, die Midgar und Kam verbindet, ist von Monstern befallen worden. Eine Delegation aus Kam, die sich in Midgar von der Effizienz unserer Makoreaktoren überzeugen konnte, wird daher an ihrer Rückkehr gehindert. Beseitige die Monster und sichere die wichtige Verbindungsroute. Willensboost und eine Truhe. Einmal hinter mich gucken. Nein. Nein. Auch nichts. Ich presse mich mal wieder an der Wand hier entlang. Habe ich die Truhe übersehen? Oh. Die ist super nice, die Eisklinge. Ah, hier ist sie. Blendet sich gut ein. Stil erhalten. Nice. Also nice gegen die Bomber. Stufenanstieg Eisklinge. Die war so schon so nice. Oh, ich werde ganz viel Materia schmelzen müssen, wenn ich auch die, also fusionieren müssen, wenn ich auch die hohen, die richtig hohen Missionen machen will. Die Herkunft der vielen Monster in Midgar ist nun geklärt. Es handelt sich bei ihnen um entlaufene Forschungsobjekte aus Professor Hojos Labor. Diese Information darf unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit dringen. Begib dich ins Zielgebiet und schalte die Monster aus. Zwei Eisring und zwei Truhen. Oh. Oh, wow, auf den habe ich natürlich nicht mehr geachtet. Blitz dich selber. Quadratslot erhalten.
Wo ist der? Ne, da geht's nicht weiter. Da ist der Boss. Noch keine Turmecke? Noch. Links oder rechts? Achso, da gibt nur einen Weg. Activating Combat Mode. Ey, ich hab doch schon. Hab ich ihn jetzt anvisiert oder nicht? Doch, ja. Jetzt habe ich eine Anvisiert. Wo ist die Truhe? Reiß dich selber ein. Conflict resolved. Kein Schaden? Oh, yeah. Wow. Activating Combat Mode. Euer Ernst? Mir graut es vor den ganz hohen Missionen, aber ich will es ich will's platinieren. Ich werde es platinieren. Oh! Oh! Nicht aufgepasst. The power of soldier. Alright, here comes the big one! Cody ist einfach so perfekt als Clouds VA. Ich lieb ihn so unglaublich. Oh! M216, Geheimnis der Ödnis abgeschlossen, begib dich zum Forscher im Ausstellungsraum. Das habe ich doch bis dahin vergessen. Drei Sterne. Diese Mission. Wie viele Sterne es noch gibt, ey. Diese Mission besteht aus einem Kampf gegen Monster, die die Slums zu ihrem Territorium gemacht haben. Sie werden keine große Herausforderung für dich darstellen. Also drei Sterne. Du könntest die Gelegenheit dazu nutzen, in deiner Taktik zu fallen. I feel called out. Ah, geht nur einmal geradeaus. Ich werde die Truhe trotzdem nicht finden. War sie da vorne? Ja. Ach, Igel, Flo. Activating Combat Mode. Bring it on. Oh, wie schade, der ist schwach gegen Eis. Was? Keine neue Mission? Ha. Ha. Das ist ja verrückt. Genesis-Truppen. Okay, die Verteidigung Midgars. Genesis-Schergen sind in Midgar gesichtet worden. Wir haben bereits alle Anwohner des betroffenen Sektors in Sicherheit gebracht und das Gebiet weiträumig abgesperrt. Vernichte den Feind, bevor er in weitere Sektoren eindringen kann. Vier Truhen. Wie sieht's denn hier aus? Groß. Wo geht's? Ne, erstmal müssen wir hier hinten.
Einmal um die Ecken lugen. Nope. Dahin. Nope. 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 Kann man aufhören, so viel Kram hier in den Ecken rumzustehen? Da ist nix. Nope. Ah, da hinten steht eine Truhe. Ach, da ist ein Verwirrte dann zu dritt. Ja. Doch keine Zeit hier. Oh, Stufenanstieg. Nice. Blitz erhalten. Sonst keine Truppen. Jetzt bin ich verwirrt. Sollte eigentlich nichts mehr sein. Wo ist... Ist davor abgesperrt? Ja, es ist davor abgesperrt. Hier rechts geht's auch schon wieder runter. Activating combat mode. Take that. Conflict resolved. Oh yeah. Oh Gott, da steht die. Ey, die sind immer so um die Ecken versteckt, die Truhen. Es ist aber auch die. Nimm mal deine stacheligen Haare hier aus dem Bild. Okay. 5 Sekunden später gucke ich sowieso wieder auf die Karte. Eine müssen wir noch. Ah, sehr schön. Uff. Au. Au. Mottenschlechter. Oh, yeah. Hallo, mach doch mal. Also. Ich habe einen Joy-Con-Drift an meinem PlayStation-Controller. Ich hab doch... oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich hab doch irgendwie... Ah, ich bin verwirrt? Also sowieso, aber... Ja, Zack ist immer ein Heiltrank. Was wollte ich gesagt haben? Dass ich Regener drin habe und mich eigentlich regenerieren wollte. Ich glaube, ich mache erstmal hier Small Fry kaputt. Ach, ich kann wieder. Warte, ich kann. Warte, Kreis. Bevor es zu spät ist, dann kann ich mich ein bisschen langsam regenerieren hier. Da gibt es aber nicht das Viereck. Block hier dann mal. Hey. Way too easy. Zack, get down. Wow, looks can be deceiving. Thanks. I owe you. Glad to be of service.
Oh, Baby, klar. Da fehlt was zwischen 4 Sterne. Nope. Ich mache erstmal alle anderen. Nope. Aber gut, die sind noch nicht gemacht. Halt. Der Wutachspion, der auf der Loveless Allee festgenommen wurde, hat ausgeplaudert, dass sich ein Speertrupp der Lunaris-Einheit in den Slums von Sektor 5 verschanzt hat. Statte den Speeren einen Besuch ab und schalte sie aus. 2 Truhen. Machen wir. Ich sehe keine Truhe. Die andere ist bestimmt auf der anderen Seite. Würde ich verwetten. Nee, hier ist sie. Meistergut. Die sind aber pink hier, du. Schmerzensbringer. Ich breche einfach all eure Aktionen ab. Oh, 15% aller Missionen abgeschlossen. Attack Makonet mal 30 erhalten. Dunkeleisra bei 20%. Das war eine 4 Sterne. Naja. Vernichtung der Vorhut. Der Wutachspion, der auf dem Markt in den Slums festgenommen wurde, hat nach freundlichem Zureden ausgeplaudert, dass sich eine Vorhut der Lunaris-Einheit in den Coramin versteckt hält. Begib dich dorthin und schalte sie aus. Zwei Truhen, wie groß? Wie lang, lange? Minenschächte hier. Activating combat mode. Hot. Later. Hot. Das ist nicht so sensibel gegen das, was ich ihm anzubieten habe. Oh, nein, wir haben es eben gesehen, aber ich muss mich zwar gerne nochmal angucken, aber... The power of soldier. Alright, here comes the big one. Oh, yeah. Result. Ja, aber so richtig kann ich mich nicht an 6 irgendwo gewöhnen. Das ist so. Ja. Alle sind so toll und 6 ist so. Ja. Es ist okay, aber es ist halt nicht. Oh, ich hab mich verlaufen. Activating combat mode. Take that. Ich bin ja echt nicht so ein Purist, also ich
Ihr hört es ja, ich liebe Codys Arbeit über alles. Ich finde, er passt super, super toll zu Cloud. Also es liegt wirklich nicht daran, dass ich einfach nur so ein Purist bin und sage, früher war alles besser. Aber 6 originale Synchronstimmen. Die war perfekt für 6. Und so leid es mir tut, aber ich finde, Cody ist perfekt für Cloud. Oh. Ja, nimm doch mal einen Trank hier. Hallo? Sag mal. Ich bin mal nicht so viereck. Ich bin grad... Sorry. Ja, Zack, ich bin auch verwirrt. Eine Truhe haben wir noch, aber der Weg ist auch noch lang, ne? Da ist er. Activating Combat Mode. Bring it on. Ja, erstmal die Hundis hier. Ich sollte vielleicht mal Eis wissen, so, vielleicht sollte ich einfach ins Bett gehen jetzt. Es ist vorbei. Ich lass dich zu nichts mehr kommen. Ich will mich nicht heilen müssen. Oh, Scheiße. Oh, das war fucking knapp. Sekunde mal kurz. Ja, da hätte ich mir fast und wenn ich jetzt meine Phönixfeder verschwende, ich kann mir nicht gerade einfach mal eine neue holen, ne? Zwei haben wir auch so. Achso, ja gut, ich mache ja nur noch die hier, ne? Scharmützel im Wutai-Unterschlutz. Der Wutai-Spion, der früher jedes Shinra-Gebäudes festgenommen wurde, hat den Standort eines Wutai-Unterschlupfs in Midgar preisgegeben. Von dort aus übermitteln die Spione Informationen an die Lunaris-Einheit. Begib dich sofort dorthin und vernichte den Unterschlupf. Was war das? 3 Truhen? Ja. Aha. Ist das die Richtung? Ja. Veräppeln könnt ihr euch auch alleine. 2. So. Was liegt da? Nix, Kampf, nee. Ja, ist noch ein bisschen Weg, ne? Activating Combat Mode. Au. Uff. Ich will eigentlich wegbleiben von dem. Ich sollte irgendwas tun hier. Ja, das schaffen wir nicht. Ich drück einfach am Willen nicht. Ich bin gerade raus. Nicht, dass ich hier gleich um die Ecke einfach in den Kampf reinlaufe. Mir fehlt noch eine Truhe. Ihr habt sie bestimmt gesehen und ich bin voll dran vorbeigelaufen. Wahrscheinlich stand die da ganz am Anfang. Oh, hier ist sie. Ganz am Anfang, wo die anderen beiden standen, wollte ich sagen. Und ich habe sie übersehen.
Na, bleib doch nicht da in der Ecke hängen. Ich kann nicht vorbeischleichen. Ich bleib einfach jetzt weg von euch. Ich hab ja noch. Oh nein, das war zu hart. Ja, und so haben wir unsere Phönixfeder verschleudert. Ich wollte doch wegbleiben von denen. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Das ist zu weit weg. Nein, ich wollte nicht abhauen aus dem Kampf. Sorry. Aber wenn er mit seinem Lebensräuber so weit springt. Okay, ich war einfach nur unvorbereitet eben. Toll, jetzt ist die Phönixfeder weg. Kann ich welche kaufen? Bestimmt. In den Shops? Nein, nicht speichern. Pause machen und speichern. Einkaufen. Heiltrank, Äther, Soma, Leihmittel, Feuer. Ja, ich kann keine Phönixfeder kaufen. Schade, Schokolade. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Ja, ich weiß, ich kann neue Shops freischalten, aber ich weiß jetzt auch gerade nicht wo. In welchen Missionen. Nee, warte mal. Wo waren wir? Da waren wir. Das müsste es gewesen sein. Vorerst. Versuchsmonster. Nummer 104. Eine Bahamut-Subspezies. Ein äußerst beeindruckendes Versuchsobjekt. Genesis hat wirklich einige Tricks auf Lager. Ihm habe ich die Entwicklung dieser Simulation zu verdanken. Stelle dich einem Testkampf, damit ich neue Daten sammeln kann. Natürlich. Unbedingt. Alles nur für dich. Activating combat mode. Out of the way. Bringt das was, wenn ich Barriere mache? Ja, aber hat mich auch umgehauen. Ich mach mal Regina. Egal, ich kann da gerade MP spammen. Ja, oh, Cloud. Bringing out the big guns. The power of soldiers. All right, here comes the big one. Oh, nett. Take that. Stella. Boah, immer noch 75%. Wir haben 3000 HP gerade. So, jetzt nicht mehr. Vor allem habe ich nichts anderes mehr. Aber ich habe FP frei, das sollten wir. Ja, das bringt nichts. Sehr schön. Achso, damit blocke ich gar nicht. never mind. Wir kriegen nur noch das. Way too easy. Wir kriegen nur noch das. Es soll einfach so sein. Bringing out the big guns. The power of soldiers. Oh. Oh, yeah. Ab jetzt ist nur noch Zack und Cloud.
Ab jetzt ist übrigens auch Cancel abgeschrieben, also ne? Ja. Das soll es erstmal wieder gewesen sein. Was haben wir denn noch so? Das waren 4 Sterne. Mit Schokomappel fehlt. Jetzt habe ich die natürlich weggemacht, den Punkt. Sanat, was? Sanierungsplan. Dann haben wir aktuell. Na, dann machen wir halt alle Punkte weg. Dann muss ich halt alles nochmal durchgucken. Achso, da gibt's das. Und das habe ich abgeschlossen. Das waren 4 Sterne. Und sie steht 5 Sterne. Die schöne Unbekannte. Das sind nur 2 Sterne. Oh, ein neues Bild wird der DBW-Matrix hinzugefügt. Chocobo-Feder. Die Schatzprinzessin. Ja. Achso, wir kriegen nur noch Cloud, weil unsere Emotionen. Ja. Hab immer noch so viel zu tun. Dann soll es das erstmal wieder gewesen sein. Immerhin nochmal einen Stufenaufstieg geschafft. Falls ihr dran geblieben seid, falls ihr euch das anguckt, dann danke ich euch natürlich immer wie immer recht herzlich. Und dann geht es irgendwann mit noch mehr Missionen weiter und natürlich mit der Hauptstory. Mit Cloud und Zack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.